Super Bowl 45 steht an. Am Ende der Saison 2010 stehen sich die Green Bay Packers und die Pittsburgh Steelers gegenüber und damit auch ihre Quarterbacks. Aaron Rodgers und Ben Roethlisberger sind die beiden Lenker und Denker ihrer Mannschaften und sorgen dafür, dass da zwei richtig gute Offensivmannschaften aufeinandertreffen in diesem Super Bowl 45 in Arlington, Texas. Ja, und letzterer, Ben Roethlisberger, der ist schon ein bisschen unter Druck nach etwas mehr als einer Minute drin in diesem Super Bowl. 3. und 10 steht er aktuell und ja, da wird es dann schon schwierig. Jetzt muss man das erste Mal lang gehen wahrscheinlich. Nach einem kurzen Pass in einem Running Game wird es jetzt wahrscheinlich ein langer Spielzug von ihm, ein langer Pass. 3. und 10, Ben Roethlisberger, der Riese mit über 2 Meter. Und jetzt kommt der weite Pass über rechts, aber incomplete, out of bounds. Dieser erste lange Pass von Ben Roethlisberger nach 1,5 Minuten hier in diesem Super Bowl 45. Und damit muss zum ersten Mal gepantet werden und es gibt den ersten Feldwechsel hier im Super Bowl 45. Die Offense geht raus bei Pittsburgh und die Defense kommt rein. Tremont Williams darf gleich den Punt Return für die Green Bay Packers starten. 11 Yards hat er in dieser Postseason schon geschafft. Und jetzt kommt dieser lange Part in die Hälfte auf Tremont Williams, aber den kann er nicht fangen. Fumble von Tremont Williams von Green Bay. Wer hat den Ball? Alle aufeinander springen da. Und jetzt sind die Green Bay Packers und die Pittsburgh Steelers alle in einem riesigen Knäuel aufeinander. Und die Schiedsrichter kommen dazu und versuchen irgendwie dieses Knäuel auseinanderzuziehen, um zu schauen, wer jetzt den Ball bekommt. Riesenaktion hier gleich am Anfang von diesem Super Bowl 45. Wie passiert denn sowas, dass man nach 1,5 Minuten einen Punt gleich aus den Händen fallen lässt? Da müssen ja 2 aufeinander gelaufen sein, aber Schiedsrichter, die zeigen es an. Green Bay kriegt den Ball, Green Bay behält den und jetzt schauen wir es uns nochmal an. Williams will eigentlich den Ball fangen, aber Sam Shields läuft da auf ihn drauf, will er eigentlich für ihn abblocken und für ihn Freiraum machen. Aber dann am Ende läuft er direkt auf Tremont Williams in den Pass rein. Ah, und dann ist das natürlich ganz übel, aber Williams kommt gerade noch drauf, kann sich noch auf den Ball schmeißen und kriegt dann den Ball. Das war richtig wichtig für Green Bay, denn nach knapp 2 Minuten die Pittsburgh Steelers schon an der 20-Yard-Marke haben. Das war sicher nicht der Plan. Umso besser ist es jetzt, dass Aaron Rodgers tatsächlich zum ersten Mal in diesem Super Bowl aufs Spielfeld kommt. Und ja, der Nachfolger von Brett Favre darf jetzt seinen ersten Snap gleich vollziehen und schauen wir mal, was er macht als ersten Spielzug in seinem ersten Super Bowl. Kriegt er den Snap, kurzer Pass in die Mitte, aber kommt nicht an, incomplete. Und damit, ja, der erste Drive des Steelers vorbei und der erste Spielzug der Packers. Könnte ein spannender Super Bowl werden, dieser Super Bowl 45.